Als Selbstständiger musst du Buchhaltung machen. Das wird dich mit Sicherheit nicht so wahnsinnig überraschen. Die große Frage stellt sich da natürlich, wie? Man kann Steuerberater beauftragen, man kann einen Buchhalter beauftragen oder man macht das Ganze selbst. Und tatsächlich gibt es unzählige Programme, die einem zumindest versprechen, dass man irgendwie seine Buchhaltung auch selbst machen. Und eins dieser Programme schauen wir uns in diesem Video mal etwas genauer an, und zwar Safdesk. Safdesk ist schon seit vielen Jahren am Markt, und da ich auch schon seit über 10 Jahren in der ganzen Branche der Steuersoftware arbeite, kenne ich Safdesk auch schon wirklich seit vielen, vielen Jahren. Und was du genau mit Safdesk machen kannst, das schauen wir uns gleich mal ganz im Detail an, und dafür nehme ich dich mit auf meinen Bildschirm. Aber erstmal möchte ich über ein paar wichtige Punkte sprechen. Und zwar ist es immer deine Verantwortung, dass du dir im ersten Schritt einmal vor Augen hältst, was du eigentlich für steuerliche und buchhalterische Pflichten hast. Das kann dir keine Software abnehmen. Natürlich gibt es Dinge, die jeder Selbstständige irgendwie machen muss. Zum Beispiel Rechnungen schreiben. Aber sowas wie eine Umsatzsteuervoranmeldung musst du halt nicht machen, wenn du Kleinunternehmer bist oder ausschließlich umsatzsteuerfreie Umsätze ausführst. Außerdem hast du ganz andere Anforderungen, wenn du mit Waren handelst. Also wenn du im E-Commerce tätig bist, dann hast du in der Regel viel mehr Umsatz, viel mehr Transaktionen und bist viel mehr darauf angewiesen, dass bestimmte Tätigkeiten automatisiert sind. Und das ist für dich erstmal wichtig, dass du dir da einen Überblick verschaffst. Und wenn du dir diese Übersicht verschafft hast, dann kannst du im nächsten Schritt hingehen und die geeignete Software auswählen. Und hier auch generell nochmal ein Hinweis. Das betrifft nicht nur Safdesk, sondern alle Programme. Safdesk ist ein Online-Buchhaltungsprogramm. Du kannst mit Safdesk alles erledigen, um deine Buchhaltung zu erledigen. Das bedeutet aber nicht, dass du sämtliche steuerliche Verpflichtungen mit dieser Software erledigen kannst. Tatsächlich gibt es diese eine Software gar nicht. Denn grundsätzlich unterscheidet man bei Selbstständigen immer den ganzen Bereich Buchhaltung, also ja, deine laufenden Rechnungen schreiben, die Eingangsrechnungen, die Überweisen, das Verknüpfen mit dem Bankkonto, die Umsatzsteuervoranmeldung und so weiter. Und dann gibt es noch einmal den ganzen Block, den man einmal im Jahr erledigen muss. Also die Einkommensteuererklärung, die Umsatzsteuererklärung, gegebenenfalls die Gewerbesteuererklärung. Und diese einmal im Jahr Tätigkeiten kannst du in der Regel nicht machen mit deinem Buchhaltungsprogramm. Deswegen wichtig, dafür brauchst du in der Regel eine zweite Software. Meine Empfehlung da ist Elster Online. Elster Online ist das Online-Portal des Finanzamtes, und ja, das kostet für dich nichts, ist ehrlicherweise ein bisschen sperrig in der Bedienung, aber deswegen gibt es ja Tutorials hier auf diesem Kanal, dann kannst du das einfach Klick für Klick nachmachen. Aber du brauchst ja die Zahlen, die du in deine Umsatzsteuererklärung einträgst. Und die wiederum bekommst du aus deinem Buchhaltungsprogramm, wie zum Beispiel Safdesk. Und mit diesen einleitenden Worten würde ich sagen, wir wechseln einfach mal auf meinen Bildschirm und wir schauen uns Safdesk etwas genauer an. Wir befinden uns auf der Startseite von Safdesk, und mir sind bei Buchhaltungsprogrammen vor allen Dingen drei Dinge wichtig. Und zwar erstens die Funktionen. Die schauen wir uns einmal nur ganz kurz in der Übersicht an, weil anschließend wechseln wir einfach mal in die Software rein und schauen uns an, wie das Ganze umgesetzt ist. Aber die Übersicht über die Funktionen, die siehst du auf der Pricing-Seite. Und zwar gibt es die Pakete Rechnung, Buchhaltung und Buchhaltung Pro. Und zwar kannst du in dem Paket Rechnung, das wird dich nicht überraschen, vor allem Rechnungen schreiben. Das heißt Angebote erstellen, Rechnungen schreiben, Zahlungserinnerungen und so weiter. Und ab dem nächsten Jahr, oder hier steht bald, ab dem nächsten Jahr bist du zumindest verpflichtet, E-Rechnungen zu empfangen und später dann auch zu schreiben. Das sind nicht einfach nur PDF-Rechnungen, sondern das sind Rechnungen in einem ganz bestimmten Format. Und diese Verpflichtung wird ab dem Jahr 2025 eingeführt. Und hier sieht man schon, Safdesk hat das Ganze auf dem Schirm und arbeitet schon an einer Lösung, dass du in Zukunft auch mit Safdesk deine E-Rechnungen schreiben kannst. Das ist schon mal eine ganz gute Sache. Und dann hast du natürlich auch die Möglichkeiten, deine Daten zu exportieren. Du kannst Artikel anlegen, du kannst Kontakte anlegen, du kannst Aufgaben anlegen und so weiter. Das heißt, all die ganzen Möglichkeiten hast du in dem Paket Rechnung. Sobald es etwas umfangreicher bei dir wird, das heißt, du willst wirklich eine Buchhaltung machen, du musst eine Umsatzsteuervoranmeldung übermitteln ans Finanzamt, du brauchst eine Einnahmenüberschussrechnung für die Anlage IUR in der Einkommensteuererklärung dann und so weiter, dann wird dir das Paket Rechnung nicht mehr ausreichen, dann wirst du das Paket Buchhaltung brauchen. Und dann hast du eine ganze Reihe an weiteren Funktionen. Also Belege erfassen, also die eingehenden Belege, du kannst dein Konto verbinden, du kannst ein Kassenbuch führen, du hast die Umsatzsteuervoranmeldung direkt drin in Safdesk, du kannst eine Einnahmenüberschussrechnung exportieren
und so weiter. Und wenn dir die Funktionen nicht reichen, dann hast du mit Buchhaltungs Pro noch ein paar spannende zusätzliche Funktionen. Und zwar vor allem einmal Kostenstellen zu buchen. Es kann ja sein, dass du in deiner Selbstständigkeit mehrere Projekte hast. Du hast aber nur eine Selbstständigkeit. Du möchtest aber genau ermitteln, wie erfolgreich sind die eigentlich die einzelnen Projekte. Und das kann man mit Kostenstellen machen. Und tatsächlich kannst du so eine Kostenstellenbuchhaltung mit Zefdesk machen. Dann brauchst du allerdings das Buchhaltungs Pro Paket. Und auch die betriebswirtschaftliche Auswertung, die hast du im Buchhaltungs Pro Plan. Das sind die ganzen Funktionen, einmal im ganzen Schnelldurchlauf. Und tatsächlich gibt es auch noch weitere Funktionen. Das sind sogenannte Add-ons. Die kosten dennoch ein kleines bisschen mehr. Also Premium-Layouts, Briefpapier, weitere Benutzer einladen, wenn du zum Beispiel Mitarbeiter hast, die deine Buchhaltung erledigen sollen, aber nicht Zugriff auf alles haben sollen. Du hast tatsächlich auch sowas wie einen App-Store. Das heißt, es gibt Integration zwischen Zefdesk und anderen Softwarelösungen und natürlich kosten denn die anderen Softwarelösungen, die bestimmte Tätigkeiten und Aufgaben in deiner Buchhaltung erledigen, auch noch mehr extra Geld. Aber für mich persönlich ist das ein riesengroßer Vorteil, dass es diese Schnittstellen überhaupt gibt, weil das ist gar nicht so selbstverständlich. Ich möchte noch auf eine Funktion eingehen, die nicht extra kostet, und zwar die mobile App. Ich persönlich bin nicht der Mensch, der seine Rechnung am Smartphone schreibt, aber ich weiß, dass es diese Menschen gibt. Und deswegen an dieser Stelle einmal der Hinweis, in dieser Tabelle siehst du dieses kleine Icon, und zwar das Smartphone-Icon. Das heißt, du kannst auch Angebote erstellen, Rechnung schreiben und so weiter, nicht nur in deiner Browser-Version, sondern auch auf deinem Smartphone in der Zefdesk-App. Und an der Stelle vielleicht auch noch ein Hinweis, ist eigentlich selbstverständlich heutzutage, aber viele Buchhaltungsprogramme sind noch nicht in der Cloud. Zefdesk ist eine Online-Buchhaltungslösung, also eine Cloud-Lösung. Und damit ist sie auch ja plattformunabhängig, würde ich mal sagen. Du loggst dich über den Browser bei Zefdesk ein und arbeitest dann da in der Cloud. Und wenn du dann den Rechner oder den Laptop wechselst oder auf Smartphone wechselst, dann hast du natürlich überall den gleichen Datenbestand. Das ist der erste Punkt, den ich ganz wichtig finde, also die Funktion. Die schauen wir uns gleich nochmal im Detail an. Der zweite Punkt, der für mich wichtig ist, ist der Preis. Und zwar haben wir schon über die drei Pakete gesprochen. Und zwar hast du die Möglichkeit, diese Pakete zu buchen mit einer Laufzeit von einem Monat, 12 Monaten oder 24 Monaten. Und wir schauen uns da einfach mal die Preise an. Das Paket Rechnung kostet 11,90 Euro pro Monat, jeweils zuzüglich 19% Umsatzsteuer. Das Paket Buchhaltung, was wahrscheinlich für die meisten von euch relevant ist, kostet 25,90 Euro und das Paket Buchhaltung Pro kostet 34,90 Euro. Der Preis reduziert sich natürlich entsprechend, wenn du dich für 12 Monate oder 24 Monate committest und das Paket entsprechend länger buchst. Übrigens, Hinweis an der Stelle, bei 12 Monate und 24 Monate Vertragslaufzeit kannst du 50% sparen, also mehr als noch hier auf der Webseite steht, und zwar mit dem Link unter dem Video ganz oben in der Videobeschreibung. Klick da gerne mal drauf, damit sparst du 50%. Und den Preis kann man auch nochmal in Kontext setzen mit einem Steuerberater. Wenn du die Buchhaltung nicht selbst machst, mit Zefdesk oder natürlich einem anderen Tool, dann entstehen natürlich erheblich mehr Kosten. Dann musst du einen Steuerberater bezahlen und so ein Steuerberater kostet für so ein Einzelunternehmen irgendwas ganz grob zwischen 150 und 250 Euro pro Monat. Das heißt, selbst das teuerste Paket, das Buchhaltungs-Pro-Paket, ist natürlich ganz erheblich günstiger als der günstigste Steuerberater, der das für dich erledigen würde. Und es gibt noch einen dritten Punkt, den ich persönlich bei Buchhaltungsprogrammen wahnsinnig wichtig finde und den leider ganz, ganz viele gar nicht auf dem Schirm haben. Nämlich, was könnte noch wichtig sein, neben Funktionen und dem Preis? Dass das Ganze auch rechtlich sauber ist. Denn Buchhaltung ist nicht automatisch richtig. Und das Problem bei Buchhaltungssoftware ist, dass die in der Form nicht reguliert werden. Also jeder darf seine eigene Buchhaltungssoftware irgendwie programmieren und rausbringen. Und keiner kann dir garantieren, dass diese Software denn in sich überhaupt rechtskonform funktioniert. Und bei ganz, ganz vielen Buchhaltungsprogrammen wird das auch nicht kontrolliert. Worauf du immer achten solltest, ist, dass die Buchhaltung GOBD-konform ist. Und der große Vorteil bei Zefdesk ist, dass Zefdesk ein solches Zertifikat hat. Und das unterscheidet Zefdesk von ganz, ganz anderen vielen Buchhaltungsprogrammen da draußen. Und mit diesen einleitenden Worten wollen wir uns die Software natürlich auch einmal anschauen. Und dafür wechsle ich einmal in den Zefdesk-Account und der sieht folgendermaßen aus. Und hier sehen wir schon mal eine ganze Reihe von wichtigen Informationen. Und zwar meine Einnahmenüberschussrechnung. Wir sehen hier einmal, ich hatte Einnahmen und ich hatte Ausgaben und das ist aktuell für den aktuellen Monat zumindest mein Überschuss, also mein Gewinn. Dann sehe ich hier noch meine offenen Forderungen, das heißt, da ist noch eine Rechnung draußen in Höhe von 2000 Euro. Ich sehe hier einen Buchhaltungsscore, das heißt, wie viel muss ich noch erledigen? Ich sehe eine Aufteilung, wie sich mein aktueller Aufwand zusammensetzt und die Rechnungen, also von welchen Kunden. Spannender finde ich das hier unten. Hier sehe ich nochmal den Kontostand von meinem Geschäftskonto und
die Umsatzsteuer. Das heißt, das ist die Umsatzsteuer, die ich denn als nächstes bezahlen muss. In meinem Fall sind das 416,52 Euro. Das ist das, was ich mit der nächsten Umsatzsteuervoranmeldung an das Finanzamt zahlen möchte. Und das ist meiner Meinung nach einer der besten Funktionen überhaupt von Safetask, interne Aufgaben. Du wirst dann erinnert an diese Aufgaben. Und die kannst du nicht nur dir selbst zuteilen, sondern auch zum Beispiel deinem Steuerberater oder Mitarbeitern. Das heißt, wenn du zum Beispiel irgendwo ein Angebot rausschickst und möchtest, dass das nach 14 Tagen nochmal überprüft wird, ob dieser Auftrag eingegangen ist, dann kannst du dazu eine Aufgabe hier drin erledigen. Und diese Reminder kannst du dir tatsächlich auch per E-Mail schicken lassen. Das ist für mich eine fantastische Funktion. Wir bleiben aber einmal beim Aufbau von Safetask. Denn im Wesentlichen kannst du dir eigentlich merken, dass du die Menüleiste, die du hier auf der linken Seite findest, einfach einmal von oben runter arbeiten musst. Und zwar ja regelmäßig, je nachdem, in welcher Frequenz du deine Buchhaltung machst. Und zwar das Dashboard haben wir uns angeschaut, dann kannst du Kontakte anlegen, dann siehst du hier unterschiedliche Geschäftspartner. In dem Fall habe ich einmal Safetask und eine Tankstelle angelegt. Dann gibt es bestimmte Aufträge und ich kann hier Angebote und so weiter erstellen. Spannender ist, glaube ich, der Bereich Rechnungen. Du kannst hier einfach deine Rechnung erstellen. Hier sieht man auch, Safetask habe ich schon mal eine Rechnung gestellt in Höhe von 250 Euro. Die wurde schon bezahlt und jetzt noch eine offen in Höhe von 2000 Euro. Die können wir uns natürlich auch angucken, wenn wir hier einfach mal draufklicken. Und so sieht die Rechnung dann aus. Pergens Consulting für Beratung, ein Tag, 2000 Euro. Und diese Rechnung kann ich dann tatsächlich direkt aus der Software auch an die Kunden verschicken. Und hier kann man dann Rechnungen erstellen, aber nicht nur eine einfache Rechnung, sondern auch wiederkehrende Rechnungen oder Abschlagsrechnungen. Wir klicken da einfach einmal drauf. Hier tragen wir natürlich einmal den Kunden ein. Wenn ich den schon eingestellt habe, kann ich einfach hier drauf gehen und Safetask. Das heißt, dann füllt er das Ganze einfach aus. Und er schlägt mir jetzt direkt vor, auch die alte Rechnung als Vorlage zu nehmen. Zugegebenermaßen, das mache ich am häufigsten überhaupt, weil ich ganz häufig Dinge habe, wo ich jeden Monat den gleichen Geschäftspartnern etwas Ähnliches in Rechnung stelle. Das heißt, ich übernehme einfach alle Informationen aus der alten Rechnung und kann das Ganze dann einfach anpassen. Diesmal hat der Beratungstag nur 1000 Euro gekostet, zum Beispiel. Ich kann jetzt hier natürlich noch meine Texte jeweils ändern, möchte ich in dem Fall gar nicht machen. Wir gehen einfach mal auf Versenden, Drucken und Herunterladen und sehen dann die Möglichkeit, die Rechnung direkt hier aus dem Interface zu verschicken. Also ich kann sie herunterladen, als PDF dann verschicken. Ich kann sie direkt aus Safetask versenden. Ich kann sie per Post verschicken. Das heißt, ich kann tatsächlich hier mit einem Klick einen Brief verschicken. Ich kann sie drucken, ich kann sie auch erstmal speichern. Ich kann das Logo ändern, ich kann noch das Layout ändern. Und so weiter. Ich habe hier viele, viele Möglichkeiten, tatsächlich meine Rechnung zu bearbeiten, aber da gehen wir jetzt erstmal einfach raus und behalten die Rechnung als Entwurf hier stehen. Kann ich später weiter dran arbeiten, denn meine eigenen Rechnung ist ja nur ein Teil. Denn was ich ehrlicherweise im Umfang viel mehr habe, sind Ausgangsrechnungen. Das heißt, tanken fahren, essen gehen, Wareneinkauf, Dienstleister beauftragen, Marketingkosten und so weiter. Und diese Belege kannst du entweder tatsächlich mit der App einfach scannen, du kannst sie einfach per E-Mail weiterleiten. Das ist meiner Meinung nach super spannend, weil ich habe in meiner E-Mail-Inbox einfach so automatisierte Weiterleitungen. Immer wenn ich eine E-Mail bekomme und da steht im Betreff Invoice oder Receipt oder Rechnung, dann wandert das automatisch an diese E-Mail-Adresse und damit füllt sich das quasi von alleine. Und dann gehe ich hier einmal die Woche, einmal im Monat rein und kategorisiere diese Rechnungen. Und das schauen wir uns natürlich auch einmal an. Das ist jetzt einmal eine Tankquittung und das Ganze kann ich hier jetzt kategorisieren. Das heißt laufende Kfz-Betriebskosten mit 19% Umsatzsteuer, die ich als Vorsteuer geltend machen kann und so weiter. Aber es gibt nicht nur Ausgangsrechnungen und Eingangsrechnungen, sondern auch Zahlungen. Das heißt, du kannst hier deine Bankkonten automatisch anlegen und dann siehst du hier die Transaktionen und natürlich den Kontostand und so weiter. Du kannst hier eine ganze Reihe an Bankkonten verknüpfen, aber du kannst das Ganze auch einfach importieren als CSV-Datei oder MT940. Wir schauen uns als nächstes mal die Auswertung an. Und die wichtigsten Auswertungen sind für dich einmal die EUR, weil die EUR ist quasi das Ergebnis deiner Buchhaltung. Und die EUR musst du eintragen in die Anlage EUR in deiner Einkommensteuererklärung, damit du dann die Gewinne aus deiner selbstständigen Tätigkeit in deiner Einkommensteuererklärung hast und da dann erklären kannst. Und tatsächlich ist dieses Übertragen bei ganz vielen Buchhaltungsprogrammen super ätzend, weil du zwar witzige Grafiken bekommst, die bekommst du hier auch, wie wir im Dashboard sehen. Ich habe hier irgendwelche Balken. Spannender ist, wenn du deine Steuererklärung machst, aber die ganz konkrete Zahl und in welchem Feld bei Elster Online trägst du das Ganze denn ein? Und das kannst du hier einfach nachlesen. Und zwar siehst du hier einmal EUR, Betriebseinnahmen, kannst das Ganze aufklappen und siehst hier, in Feld 112 musst du einmal 250 Euro eintragen und in Feld 140 einmal 47,50 Euro. Du hast hier die exakte Position und die exakte Beschreibung, die du auch genau so bei Elster Online findest.
oder zum Beispiel bei Visosteuer, je nachdem, womit du deine Steuererklärung machst. Aber natürlich ist die EÜR auch nicht die einzige Auswertung. Also die Umsatzsteuer ist natürlich auch relevant, denn du musst, zumindest wenn du umsatzsteuerpflichtig bist, in den meisten Fällen zumindest, eine quartalsweise oder eine monatliche Umsatzsteuervoranmeldung abgeben. Und das kannst du direkt aus Safdesk herausmachen. Und zwar siehst du hier jetzt einmal für das aktuelle Quartal, wenn ich sage, ich bin gar nicht Quartalsmelder, sondern Monatsmelder, dann stelle ich das einfach um auf monatlich. Und tatsächlich kann ich das Ganze jetzt mit 3 Klicks hier direkt aus Safdesk übermitteln. Und zwar klicke ich hier einfach auf Umsatzsteuervoranmeldung erstellen, kann das Ganze nochmal überprüfen, stimmt das Ganze? Und dann klicke ich auf Versenden und dann ist das Ganze tatsächlich schon erledigt. Und wer das später nochmal nachvollziehen möchte, dann finde ich hier auch die Umsatzsteuervoranmeldeprotokolle. Und wenn ich dazu neige, sowas ganz gerne mal zu vergessen, und ich fühle mit euch, wenn das der Fall sein sollte, dann kannst du dir hier einfach so eine Erinnerung erstellen und sagen, ich möchte bitte an die Umsatzsteuervoranmeldung erinnert werden und zwar bitte immer 3 Tage vor Fälligkeit. Klickst auf Speichern und schon haben wir uns eine Erinnerung gestellt und bekommen eine Benachrichtigung 3 Tage vor Ablauf der Deadline für die Umsatzsteuervoranmeldung. Und natürlich können wir uns hier nochmal eine BWA anschauen, falls wir denn eine brauchen. Natürlich kann ich jetzt hier in diesem Video nicht auf alle Funktionen eingehen. Du kannst die Daten noch exportieren, du kannst dir hier die Aufgaben anschauen, du kannst das Inventar anschauen. Was noch ganz spannend ist, ist der sogenannte App Store, also den ich so genannt habe. Das sind die Erweiterungen. Du findest hier noch eine ganze Reihe an anderen Programmen, die du eventuell hast. Also dein Shop-System, irgendein Tool, mit dem du Rechnungen aus Online-Portalen runterladen kannst, Zeiterfassung, Spesenabrechnungstool und so weiter. Und die haben eine Integration zu Safdesk. Und das finde ich zum Beispiel ganz, ganz entspannt. Wenn du zum Beispiel mit einfach Reisekosten eine Reisekostenabrechnung machst, dann muss das natürlich auch irgendwie in deiner Buchhaltung landen. Und wenn es da dann eine direkte Integration gibt, ist das natürlich ja hervorragend, weil es dir Zeit spart. Und damit kommen wir zu meinem Fazit und auch so ein bisschen den Stärken und den Schwächen. Vor allen Dingen, die ich in der Vergangenheit immer mal wieder gehört habe, wo ich aber den Eindruck habe, dass es in den letzten 1-2 Jahren tatsächlich besser geworden ist. Und zwar gibt es immer wieder Beschwerden über die Zuverlässigkeit. Ich bekomme immer wieder mit, dass Mandanten, die wir betreut haben, die Safdesk nutzen, dass die über Bugs berichten. Das heißt, dass die Software nicht ganz so funktioniert, wie sie funktionieren sollte oder bestimmte Dinge tut, die der Anwender dann nicht nachvollziehen kann. Das muss nicht immer ein Softwarefehler sein, aber ist es zumindest ein Verständnisproblem, ein Erklärungsproblem, ein Usability-Problem, wenn der Anwender nicht versteht, warum das passiert, was da passiert. Und von daher ist das definitiv ein Punkt, den man thematisieren muss, dass das wahrscheinlich besser geht. Es gibt allerdings auch ein paar Einschränkungen, wann Safdesk eventuell für dich nicht mehr die richtige Software ist. Und zwar ist der erste Schritt, den du gehen musst, wenn du dich für eine Buchhaltungssoftware entscheidest, dass du erstmal einen Überblick verschaffst, was musst du eigentlich gesetzlich, rechtlich tun. Ich hoffe, dabei hilft dir dieser YouTube-Kanal. Und wenn du das weißt, dann kannst du dir die passende Software aussuchen. Und zwar musst du auf jeden Fall die Augen aufhalten, sobald du bilanzierungspflichtig wirst. Also wenn du Gewerbetreibender bist, der über diese Umsatzgrenzen drüber hinausgeht, der wird bilanzierungspflichtig. Und wenn du bilanzierungspflichtig bist, dann hast du bestimmte Verpflichtungen, ja, bilanzielle Verpflichtungen. Und die können nicht nur Safdesk nur eingeschränkt, sondern auch alle anderen Online-Buchhaltungsprogramme. Immer wenn das eventuell für dich relevant ist, dann solltest du nochmal genauer hinschauen, ob Safdesk genau das machen kann, was du brauchst. Es gibt aber eine einzige Funktion, die würde ich mir tatsächlich noch wünschen bei Safdesk. Die braucht ja inzwischen fast jeder Selbstständige. Und zwar das ganze Thema zusammenfassende Meldung. Denn du musst, wenn du Kunden im Ausland hast, eine zusammenfassende Meldung abgeben. Regelmäßig, meistens quartalsweise. Du hast zwar die entscheidenden Zahlen in Safdesk, du musst aber daran denken, gut, da kannst du dir eine Aufgabe in Safdesk erstellen, dann die zusammenfassende Meldung zum Beispiel über Elster Online zu erledigen. Das wäre noch eine Funktion, die ich mir auf jeden Fall wünschen würde. Für mich ein riesengroßer Vorteil ist die GOBD-Konformität. Es gibt tatsächlich unglaublich viele Online-Buchhaltungsprogramme, aber tatsächlich gibt es gar nicht so viele Online-Buchhaltungsprogramme, die GOBD-konform sind und die so ein Software-Zertifikat haben. Und damit ist automatisch Safdesk erstmal qualifiziert, ernst genommen zu werden. Und wahrscheinlich hast du auch im Laufe dieses Videos gemerkt, die Funktionalität ist wirklich umfangreich. Also Safdesk kann wirklich viel, auch gerade wenn ich mir Vergleiche anschaue, was andere Online-Buchhaltungsprogramme können. Und wenn Safdesk mal etwas nicht kann, dann gibt es aber Integrationen. Und damit kann Safdesk denn noch mehr. Dann steigen zwar die Kosten, weil man ja die andere Software auch noch bezahlen muss, aber man kann mit Safdesk wirklich unglaublich viel erledigen. Und was abgeleitet von diesem wirklich großen Funktionsumfang für mich auch ein großer Vorteil ist, Safdesk ist wirklich flexibel. Das heißt, man hat
im Verhältnis zu anderen Buchhaltungsprogrammen tatsächlich relativ viele Einstellungsmöglichkeiten. Zum Beispiel SKR 03 oder 04, die Zusammenarbeiten mit einem Steuerberater oder selbst die Umsatzsteuervoranmeldung zu machen und so weiter. Das Ganze führt dazu, dass Helpdesk wirklich für viele Selbstständigen in vielen Branchen wirklich eine sehr, sehr gute Lösung ist. Und meine persönliche Erfahrung mit dem Kundensupport ist auch, dass dieser Kundensupport wirklich kompetent ist. Das heißt, wenn es mal Probleme gibt bei Helpdesk, dann kann dir der Kundensupport da weiterhelfen. An dieser Stelle noch ein wichtiger Hinweis, weil Kundensupport bei Steuer- und Buchhaltungssoftware ganz häufig missverstanden wird. Der Support von Helpdesk ist natürlich keine Steuerberatung. Das ist aber bei allen Softwarelösungen der Fall. Die dürfen dir noch nicht mal einen inhaltlichen Rat geben, sondern der Support bei der Software, der kann dir bei der Software helfen. Was du eventuell absetzen kannst, wie du noch Steuern sparen kannst und so weiter, das ist Steuerberatung. Dafür brauchst du einen Steuerberater, aber diese Schnittstelle gibt es ja auch. Das heißt, dafür musst du den Steuerberater suchen, den kannst du zu Helpdesk einladen und dann kann der dich auch darin steuerlich beraten. Und damit sind wir am Ende dieses Videos angekommen und meiner Meinung nach ist Helpdesk vollkommen zu Recht einer der Marktführer in Deutschland und ich kann Helpdesk auf jeden Fall empfehlen. Wenn du zu Helpdesk noch Fragen hast oder Erfahrungen hast, dann schreib sie mir doch gerne mal unten in die Kommentare und ich helfe dir gerne bei Fragen weiter. Und wenn du jetzt sagst, Helpdesk sieht aber interessant aus, dann schau dir mal den ersten Link unten in der Videobeschreibung an. Da kannst du dir Helpdesk nämlich für einen Sonderpreis sichern oder du klickst einfach direkt hier. Und jetzt hast du die Möglichkeit zur Entspannung einfach mal andere Steuer- oder Buchhaltungsvideos von mir anzuschauen. Zum Beispiel das hier oder das hier.